Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Lunaris liest. Diese Folge von meinem Special für den Advent habe ich ausnahmsweise nur geschrieben. Gesprochen haben dieses Kurzhörspiel die tollen Stimmen von hörtalk.de. Das ist eine Plattform, auf der Profis und Laien gemeinsam, hobbymäßig, großartige Hörgeschichten entstehen lassen. Und da alle Projekte dort nicht kommerziell sind, ist diese Folge selbstverständlich nicht monetarisiert. Diesmal geht's um einen rätselhaften Jungen mit goldenen Augen und spitzen Ohren und um Isa, die eigentlich nichts anderes will, als in Ruhe ihren Milchreis löffeln und Animes schauen und so einen einsamen Heiligabend verdrängen. Ob das klappt? Das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Der Weihnachtsmilchreis. Wir haben den 24. Dezember. Die Geschäfte haben gerade geschlossen und die letzten Menschen hasten mit ihren Last-Minute-Geschenken nach Hause. Durch Corona sind es nicht ganz so viele wie sonst, aber für Isa immer noch genug. Sie ist Studentin und jobbt wie immer um die Weihnachtszeit in der Kaufhalle. Nach dem letzten Nein, wir haben jetzt wirklich Ladenschluss, Kunden, heißt es auch für sie nun endlich Feierabend. Nachdem sie zu Hause angekommen ist, schließt sie die Wohnungstür auf. Oh, diese Ruhe ist ja fast, als wäre ich taub. Wenn ich noch ein einziges Mal Last Christmas oder das Ho, Ho, Ho von der Ladentür hören müsste, würde ich instant in die Küchenspüle kotzen. Nein, Isa ist kein Weihnachtshasser. Aber der Plastikscheiß und der Geschenkewettlauf, irgendwas tief in ihrem Inneren sagte ihr, dass das nicht zusammenpasste. Es fühlte sich falsch an. Von dem ganzen Stress klingen Lisa noch die Ohren. Und nun steht sie vor der Frage, wie sie dieses einsame Corona-Weihnachten rumbringen sollte. Immerhin wollte sie morgen mit ihrer Familie Videochatten. Aber bis dahin... Was also jetzt? Ich weiß! Erst einmal heißer Kakao mit Zimt und Rum. Und ein Becher Milchreis. Hat Oma schon gesagt, das hilft bei Weihnachtsblues. Ach, Oma, wenn das jetzt dein selbstgemachter Weihnachtsmilchreis wäre, wenn du noch da wärst. Ja. Isa spürt einen Kloß im Hals. Oma. Sie stellt die Tasse mit dem dampfenden Kakao und den Milchreisbecher auf den Couchtisch. Dann lässt sie sich K.O. ins Sofa plumpsen. Ach, scheiße Rührseligkeit, scheiß Corona. Und immer noch dieses dämliche Klingeln im Ohr. Ich brauche echt was zum Ablenken. Sie greift zur Fernbedienung und schaltet Netflix an. Der erste Vorschlag, irgend so ein Anime. Der Hauptcharakter, ein blonder, frech grinsender Junge mit goldenen Augen, Wuschelhaaren und spitzen Ohren. Das ist die Wahnsinn. Hören Sie die Aufregung. Genre Fantasy. Der junge Jule hat besondere magische Fähigkeiten. Obwohl er erst 3 Tage alt ist, sieht er bereits aus wie 12. Er begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um das Rätsel seiner Existenz zu lösen. Na dann. Isa drückt auf Play und nimmt erstmal einen großen Schluck aus ihrer Tasse. Ein warmes Gefühl läuft ihr die Kehle runter und breitet sich in ihrem Bauch aus. Kakao, Zimt und Rum. Lecker. Wow, der ist ja sogar in 4K. Wow, sieht fast aus wie beim Wasserstamm aus Avatar. Überall Schnee und Eis und diese gefrorenen Wälder. Ist das 3D? Oder habe ich zu viel Rum im Kakao? Im Anime kommt der spitzohrige Junge gerade an einem Steintor an. Es sieht fast so aus, als stünde es in Stonehenge. Diese Japaner matschen in ihren Animes alle möglichen Kulturen durcheinander. Polarkreis, Norwegen, jetzt England. Ah! Ein greller Lichtblitz schießt aus dem Fernseher. Das Klingeln in Isas Ohr hat plötzlich eine unerträgliche Lautstärke.
Sie schlägt die Hände vor die Augen. Scheiße! Ist mein Fenster explodiert? Meine Augen! Ich sehe nur noch Sternchen. Mit verschwommenem Blick will sie schon aufspringen und zum Sicherungskasten rennen. Da hört sie direkt neben sich eine Stimme. Bei dir ist es aber echt gemütlich auf der Couch. Ein blonder Junge mit goldenen Augen und spitzen Ohren grinst sie an. Wer? Wie? Hi, ich bin Jul. Kann ich einen Löffel Milchreis? Ohne auf Isas Antwort zu warten, schnappt er sich den Becher und futtert los. Was? Hä? Was fällt dir ein, du? Doch Jul löffelt völlig unbeeindruckt weiter. Diese Portalsprünge machen mich immer so hungrig. Verbrauchen jede Menge Energie und so. Außerdem bin ich ja gerade erst wiedergeboren worden. Da brauche ich halt was Ordentliches zu futtern. Ja, ganz okay. Selbstgemacht wäre aber noch besser. Ach echt? Tut mir jetzt sehr leid, dass mein Milchreis dir nicht so schmeckt. Macht ja nichts. Ist besser als keiner. Hat mir auch schon lange keiner mehr einen hingestellt. Mal abgesehen von deiner Oma. Hä? Na, deine Oma. War eine coole Frau. Die wusste, mit was man meine Akkus wieder voll aufladen kann. Ihr Milchreis war so ziemlich der Beste. Während dieser seltsame Knirps auf ihrer Couch erzählte, hatte Isa das Gefühl, es wäre heller und wärmer in ihrer Wohnung geworden. Für diese Situation gab es doch verdammt nochmal keine logische Erklärung. War der Rum schlecht? Hatte sie plötzlich Fieber bekommen? Oder hockte ein Trickbetrüger auf ihrer Couch? Und wieso mochte sie diesen Knirps so? Isa? Hey, Isa! Träumst du? Ja, wahrscheinlich. Hoffentlich kneift mich jemand. Au! Gern geschehen. Was machen wir denn jetzt, wo ich satt bin? Wie? Na, du hast mir Milchreis hingestellt. Jetzt bin ich da. Und nun? Keine Ahnung. Also, normalerweise wünschen sich Menschen was, wenn sie mich rufen und ich tatsächlich erscheine. Aber du bist da wohl ein spezial gelagerter Sonderfall, wie? Na klar, ein klug scheißender Knirps, ja, der in meine Wohnung platzt und mir meinen Milchreis wegfrisst, will mir jetzt Wünsche erfüllen? Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Und überhaupt, woher willst du meine Oma gekannt haben? Du hast echt keine Ahnung, oder? Plötzlich beginnen Jules goldene Augen zu flackern. Als Isa näher hinsieht, ist sie wie hypnotisiert. Als er weiterredet, wirkt seine Stimme viel zu weise für einen 12-jährigen Jungen. Die Menschen kannten mich schon vor fast 3000 Jahren. Ich werde immer um die gleiche Zeit im Jahr wiedergeboren. Viele haben mich über die Jahrhunderte vergessen. Deine Oma nicht. Sie war eine besondere Frau. Und die Tatsache, dass du mich rufen und sehen kannst, sagt dasselbe auch über dich, Isa. Bei diesen Worten scheint es, als würde ein starkes, goldenes Licht von Jul ausstrahlen. Bis in die Tiefen von Isas Herz. Eine gewaltige, uralte Kraft. So stark wie eine heilende Sonne. Es ist lange her, seit sich Isa so geborgen gefühlt hat. Der Stress und die Traurigkeit, sie scheinen von ihr abzufallen. Ich denke mal, jetzt geht es dir besser, oder? Und wenn du noch mehr über mich wissen willst, dann stellen wir nächstes Jahr wieder einen Weihnachtsmilchreis hin. Aber diesmal einen selbstgemachten. In Isas Wohnzimmer wird es gleißend hell. Sie muss die Augen zukneifen. Als sie aufwacht, liegt sie immer noch auf ihrem Sofa. Es ist der 25. Dezember. Die Sonne scheint ihr aufs Gesicht. Alter. Oh. Oh. Was war das denn für ein abgewandeter Traum? Verschlafen schaut Isa sich um. Sie schaltet den Fernseher aus, auf dem immer noch die Netflix-Übersicht zu sehen ist. Der Anime ist nicht mehr da. Dann fällt ihr Blick auf ihren Couchtisch und auf eine Schüssel mit selbstgemachtem Weihnachtsmilchreis. Daneben Omas Rezept. Sie hörten der Weihnachtsmilchreis. Ein Kurzhörspiel von hörspielprojekt.de.
Geschrieben von Christine Helmecke. Schnitt Dominik Alexander Klein. Coverdesign Anja Klukas. Die Rollen und ihre Sprecher: Isa, Silly Göbel. Erzählerin Monika Mader. Der junge Jul, Melle Teich. Der erwachsene Jul, Boris Greff. Intro und Credits, Dominik Klein. Dieses Hörspiel steht unter Creative Commons Namensnennung 4.0 Lizenz. Das war das Kurzhörspiel Der Weihnachtsmilchreis. Und wer war jetzt eigentlich dieser Typ mit den goldenen Augen und den spitzen Ohren? Man weiß es nicht so genau, ne? Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr so denkt und wie ihr das Hörspiel so fandet. Gerne unten in die Kommentare und bitte bleibt immer respektvoll dabei. Wisst ihr schon Bescheid? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Lasst Abo, Like und Glöckchen da und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.